really understand me. I need a comment like I need a granny. She needs the flow with her designer panties. Yeah, we eatin' plenty, check the pantry. From the sound waves to the rebel lines. From the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating ends with these new beginnings. Yet to sign a major for the bank roll. But thank the Lord that it dies a penitentiary. Nice guy, but my inside is empty. Mighty flossy with a bird's eye. Scribble gems to get my pockets lined. Till I get argued about it. Cause my heart is icy. I can pass it down. Like a loose body, cruel, like telling cloudy. Or the poison ivy. But from like a stroner when a coast sign me. I don't even like me. No, I'm staring in the mirror. Oh, einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Kaffee ist mal wieder am Start, Freunde. Wie ihr seht, im Titel erkennen könnt, ist heute mein Geburtstag. Ein Training mit meinem kleinen Bruder auf jeden Fall. Da werde ich heute ordentlich Geschenke abstauben. Jetzt sind Sophia und ich gerade erstmal schön brunchen in der Früh. Denn das ist eigentlich das, was ich liebe, so richtig schön entspannt frühstücken. Hier habe ich mir so eine Brotscheibe mit Avocado, Eiern und Lachs gegönnt. Dazu ein Croissant mit Nutella und natürlich einen Obstsalat sowie ein Soja-Cappuccino. Und für Sophia gibt es die vegane Alternative, also ohne Frischkäse oder irgendwas, einfach so eine Avocado-Stulle mit einem Cold-Pressed Juice und auch einem Obstsalat. Diese Kombi ist eigentlich so eins meiner Traumfrühstücke. Perfekter Start in den Tag. Oh mein Gott. Ich liebe das, diese Kombi. Du und deine Avocado, gell? Das liebst du eh. Das ist auch schon so ein Running Gag, dass du mal irgendwann auf Avocado verzichten müsstest. Das wäre eine echte Bestrafung für dich. Snack it in im Geburtstag, Alter. So, aufgegessen. Hat natürlich mal wieder wie immer super geschmeckt, Leute. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe mir zur Feier des Tages und zum Geburtstag mal neue Sneaker gegönnt. Die habe ich mir selber geschenkt, Leute. Ich feiere dieses Schwarz mit dem Orange und dem Weiß richtig, richtig krass. Die habe ich mir bei Snipes bestellt. Und ich bin eigentlich so einer, ich trage immer ein paar Sneaker, solange bis die abgerockt sind. Und meine Sneaker waren jetzt echt mal durch. Das Allercoolste ist, ich habe dabei auch noch Geld gespart. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier für Letty Shops benutzt, was ein Cashback-Service mit über 9 Millionen Nutzern ist, den man auch super praktisch als Browser-Extension nutzen kann. Ihr könnt ganz einfach über die Homepage von Letty Shops diese Browser-Extension für zum Beispiel Google Chrome hinzufügen. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Dort findet ihr über 2000 Shops, wo für jeden etwas dabei ist. Und Leute, Black Friday steht bald an. Wie zum Beispiel Lieferando, Booking.com, Saturn für Elektronikartikel, About You und ich habe persönlich bei Snipes gespart. Habt ihr euch für eine Homepage entschieden, auf der ihr gerne shoppen möchtet, ploppt automatisch die Browser-Extension auf und zeigt euch an, dass ihr hier Cashback sparen könnt, also bares Geld beim Shoppen sparen. Das dauert dann ganz kurz ein paar Sekunden und ihr müsst nur noch auf Los geht's klicken, damit ihr mit dem Shoppen beginnen könnt. Seid ihr dann wieder zurück auf der Seite, wird euch auch angezeigt, dass Cashback aktiviert wurde und ihr somit ein paar Prozent sparen könnt. So leicht geht das und ich habe mir dadurch in den letzten Wochen schon 11,12 Euro an Cashback sichern können, indem ich das zum Beispiel bei Snipes und Lieferando für meine Bestellungen genutzt habe. Euer Geld könnt ihr euch dann ganz einfach via PayPal oder Banküberweisung kostenlos auszahlen lassen. Wenn ihr also so Menschen seid wie ich, die gerne mal beim Online-Shopping oder Reisebuchen Geld sparen, dann registriert euch kostenlos bei Letty Shops und probiert das Ganze mal aus. In der Videobeschreibung findet ihr die Links dazu. Viel Spaß! Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und Black Friday ist ja auch bald. Und dieses Gefühl mit neuen Sneakern, wenn die noch so richtig schön leuchten, weil die so weiß sind, bestes Gefühl. Jetzt sind Sophia und ich auch bei meinen Eltern. Am letzten Video habt ihr es ja schon gesehen. Hallihallo. Und da ist die Ehrenmutter wieder. Alles Gute zum Geburtstag, Shaggy. Alles, alles Gute. Dankeschön, Mama. Was ist das für ein schönes Wetterchen, so Spätsommer. Ich habe ein super Wetter mitgebracht. Man könnte sich tatsächlich eigentlich auch echt raussetzen bei dem Wetter. Also wir haben heute um die 15 Grad und Sonnenschein. Klimawandel sei Dank, nicht so cool. Was machen wir draus? Das Beste, würde ich sagen, oder? So, jetzt möchte ich aber auch, bin ich aber hergekommen, um Geschenke zu kassieren, Mama. Muss ich jetzt rausgehen? Ja, komm mal mit. Oder such mal. Wieso muss ich jetzt überhaupt rausgehen, um Geschenke zu kassieren? Weißt du überhaupt, wir haben ja auch so ein bisschen Zuwachs und vielleicht hat es mit deinem Geschenk was zu tun. Warte, ich krieg ein Auto. Du könntest jetzt erst das Fahrrad reparieren und dann kommst du weiter. Okay, ich check's gerade irgendwie nicht ganz. Alter, da steht was. Such dir was aus. Also, ich sehe jetzt hier nichts. Außer dieses Motorrad, was neu ist. Das ist dein Geschenk. Das ist nicht mein Geschenk. Die war, als wir gedreht haben, vor ein paar Tagen noch nicht da. Vielleicht ist das ja auch mein Geschenk. Vielleicht eine Stunde fahren. Oh, die schaut aber auf jeden Fall auch echt geil aus, alter Verwalter. Also wenn du mich jetzt geprankt hast, Mama, dass du jetzt machen wolltest, ich denke, dass das mein Geschenk war. Ja, voll geprankt. Alter, wie du mich einfach... Franky the Pranky. Wie du mich einfach verarscht hier. Schaut mal her, das kennt ihr das noch von dem Video, von dem letzten? Das passt sogar farblich dazu. Deswegen. Also jetzt verarschst du mich aber richtig hier, oder? Da ist so ein Bild von mir. Sieht man das? Oder esse ich irgendeinen Kohl oder so? Nein, das ist ein Eissalat, mit dem hast du mal gerne gespielt. Ein Eissalat, damit habe ich gerne gespielt, alles klar. Weinladen? Da machen wir eine schöne Weinprobe zusammen. Ach, das ist cool.
danke schön. Oh. Also nee, mega, mega tolles Geschenk. Eine Weinprobe, da freue ich mich mega drauf. Und was ich von Sophia bekommen habe, das zeige ich euch jetzt. Und das Kaffee so. Und wenn du dann so chillst auf der Couch, dann lese ich das unten, was da draufsteht. If you can read this, bring me some coffee. Ach, die sind sogar ziemlich bequem. Ein My Days Gutschein. Erlebnisgeschenk, ein Barista-Kurs. Dann haben wir jetzt einmal das Ding ganz kurz aus, Leute. Das ist noch nicht der Sound, Leute. Wir hören uns gleich. Alter, das Ding ist Traum. So, Leute. Hier kann man das Ganze ein bisschen besser präsentieren. Groß fahren kann ich damit leider noch nicht. Eine Sache müssen wir uns gönnen. Und zwar den Zaun. Alter, das ist Gänsehaut, das ist Gänsehaut. Heute ist Sonntag und auch aus Rücksicht den Nachbarn gegenüber werde ich das jetzt ausmachen, das gute Stück. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sonst diesen Sound genießen kann, Alter. Das sind 2 Liter, 114 PS und ja, das ist natürlich nicht mein Geburtstagsgeschenk. Da hat meine Mutter mich einfach nur mal krass geprankt. Das wäre zu krank gewesen für ein Geschenk, ihr wisst, was ich meine. Tun wir einfach mal so. Ich stelle mir einfach vor, dass das irgendwann möchte ich auch mal so ein Bike haben. Vielleicht irgendwann mal zu meinem Geburtstag oder so. Schatz, merkst du dir das? Schreibst du dir das auf die Geburtstagsliste für mich? Das ist eine Breakout und ja, die ist komplett custom umgebaut. Wir haben hier so richtig schöne Camouflage. Matt Lack auf dem Ding hier, also richtig, richtig schön. Und das möchte ich euch einfach nur mal zeigen, weil das ist wirklich so ein Bike, wo ich sage, Alter, das ist einfach so perfekt. Schaut mal her. Hier könnt ihr das Ganze sogar höhen verstellen. Also man kann das, ich würde das, ganz ehrlich, ich würde das meistens in der Stadt immer ganz unten fahren. Lasst mal eure Meinung in den Kommentaren zu so einem Motorrad da. Was haltet ihr davon? Findet ihr sowas gut oder findet ihr so kleine Harley-Davidson, wie ich sie habe, besser? Also ich habe eine Sportster und das hier ist halt ein bisschen, ja, deutlich größer. Und jetzt viel Spaß mit dem Motorradporn. I wake up, flex, I'm down that check, no drip this, what? Tell him run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell him run it up. I wake up, flex, I'm down that check, no drip this, what? Tell him run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell him run it up. Now that the tan through my hands, I'm by my own. So Leute, also so viel zu dem Motorrad, sehr, sehr schönes Ding. Jetzt haben wir hier gerade noch ein bisschen gechillt. Ich habe nämlich heute eigentlich vorgenommen für meinen Geburtstag. Einfach nur ganz entspannt, weniger ist mehr wirklich. Einfach nur mit der Familie und mit meinen Liebsten Zeit zu verbringen, quatschen, sich Zeit nehmen. Jetzt machen wir wieder einen Powerwalk mit der Mama, oder? Machen wir einen Powerwalk? So ein Mikro-Powerwalk. Mikro-Powerwalk, okay, ein ganz kleines bisschen. Zum 25. müssen wir nicht übertreiben. Alles klar, okay, gut. Also Leute, ein bisschen Bewegung und danach geht es dann auch ins Gym mit meinem kleinen Bruder. Ich bin mal gespannt, wie mein kleiner Bruder durchgezogen hat in der Zwischenzeit. Seit dem letzten Training ist ja schon eine Weile vergangen. Dann packen wir es jetzt auf, machen noch einen kleinen Spaziergang. Ich freue mich. Schöne Bewegung. Geiler Geburtstag. Leute, wir sind jetzt vorm Gym. Ehrenbruder Finn und ich werden jetzt ein kleines Training zusammen machen. Ich habe mir extra Oberkörper aufgehoben für heute. Wie schaut es bei dir aus mit Training? Warst du die letzten Male? Okay. Ich war jetzt die letzten 2 Wochen, war ich jetzt nicht, weil ich verhindert war, aber heute gehe ich dann wieder und mache wieder weiteren Rhythmus. Ich bin gespannt, wer sich schlägt. Mal gucken, machen ein paar Übungen zusammen. Auf geht's. Ja, Mann. Das schaut auf jeden Fall schon sehr gut aus, Finn, muss ich sagen. Du hast gesagt, du hast die Übungen, die ich dir jetzt gezeigt habe, die machst du jetzt immer, oder was? Ja, alle. Alle also außer die letzte. Außer Butterfly Reverse macht er quasi alle Übungen. Ich finde, man sieht aber schon guten Fortschritt. Nice.
Die Übung darf natürlich am Geburtstag nicht fehlen, ne? Schön fliegende für die Brust. Beste Übung. Und Finn, du hast das noch nie gemacht, die Übung. Jetzt will ich mal sehen, wie du das machst. Das ist die Übung. Du wirst sie lieben lernen. Jetzt kann ich was sehen. Ja. Passt. Dafür, dass das erste Mal ist, schaut es uns gut aus. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier die komischste Übung aller Zeiten, Alter. Das ist Reverse Butterfly. Und hier ist irgend so eine Fußhalterung. Herzlich willkommen zur neuen Übung. Keine Ahnung, wofür das Ding da ist. Willst du deine Handynummer reinschreiben, falls Frauen dich anschreiben möchten? Ja, normal. Nein, mach ich nicht. Das ist cringe, wenn ich dich finde. Ja, das ist richtig unangenehm. So ein schönes Armtraining am Geburtstag muss einfach sein, Digga. Das muss sein. Knuckle it in, Alter. Baller die Maschine, Alter. Keine Ausreden hier. Ja, Mann. Hau mal den Flex raus. Gib mir den Flex. Oh. Oh, wow. Ey, schau mal, da kommt schon der Trizeps. Die Trizeps-Gains kommen schon hier. Danke, Licht. Oh, das zieht so gut rein heute, Leute. Das zieht so gut rein. Das tut so gut am Geburtstag. Schön die Ärmchen pumpen. Oh, das Croissant von heute früh geht direkt in die Arme. Ehre, Digga. Pump. Ich habe schon ordentlich Kohldampf wieder. Mal gucken, was jetzt gibt am Geburtstag. Bis jetzt ist echt ein wunderschöner Geburtstag, muss ich sagen. Eigentlich wäre es auch mal lustig, wenn wir irgendeine gemeinsame Challenge machen könnten. Hättest du da Bock drauf? Ja. Schreibt mal, wenn ihr da eine Idee habt für eine Challenge, schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht mein kleiner Bruder gegen mich irgendwas oder irgendeine 24-Stunden-Challenge mit meinem kleinen Bruder. Vielleicht machen wir davon mal was. Jetzt geht's auf jeden Fall heim, essen, happa happa. Gutes Training, gut gemacht. Ich sehe, der Junge gibt Gas und bemüht sich. Sehr geil. So, am Esstisch angekommen, haben wir hier einmal eine wunderschöne Deko. Richtig cool, während ich im Gym war, hat meine Mutter auf einem Holzbrett mit 25 Nägeln Kerzen montiert und das Ganze einfach spontan aufgebaut. Außerdem wurde richtig schönes Essen angerichtet auf dem Esstisch. Das Ganze ist jetzt die Vorspeise. So, Antipaste, wir haben hier Paprika, dann Tomate Basilikum, Hummus, was mit rote Beete und selbstgemachtes Fladenbrot, was auch super, super lecker ist. Guten Appetit! Und nach dieser vorzüglichen Vorspeise geht es jetzt weiter mit dem Hauptgang. Natürlich auch sehr fitnessgerecht mit einem Linsenpüree, etwas Fisch, Scampi und ein bisschen Gurke. Dazu natürlich ein Wein. Prost. Und gleich gibt es noch einen Nachtisch und Geschenke. Guten Appetit. Alter, ihr schenkt mir immer so krasse T-Shirts, Alter. Copyright Diesel Int. Das schaut endgeil aus. Du hast mir letztes Jahr so ein Stone Island T-Shirt geschenkt. Das liebe ich, das trage ich richtig, richtig gerne. Also ich werde auch dieses T-Shirt. Ich ziehe das gleich mal an. Oh, Julia. Wir kriegen Nachwuchs. Das ist ein Elefantenbaby, der Rüssel schaut schon raus. Das sind ja alle. Und jetzt wagen wir uns an eine ganz gefährliche Sache ran. Wir versuchen gemeinsam Monopoly zu spielen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Leute. Bei uns endet Monopoly immer im Krieg. Deswegen gehe ich das Ganze heute taktisch an und spiele im Team gemeinsam mit Sophia, damit ich heute schon mal eine ruhige Nacht habe. Dazu gibt es hier so einen gesunden Kuchen, den Mama noch gemacht hat, mit Proteinen, Quark und whatever. Und jetzt zocken wir eine Runde Monopoly. So, wir haben jetzt fertig gespielt. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Es ist mal wieder natürlich eskaliert. Ja, jetzt ist der Abend auch vorbei. Wir versuchen euch packen es jetzt. Wir haben jetzt 23:30 ungefähr. Richtig, richtig schöner Geburtstag an dieser Stelle auch an alle. Ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat an der Stelle. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen da lassen. Das nächste oder übernächste Video wird vermutlicherweise schon die Challenge werden im Lambo. Also das wird was richtig, richtig krass. Ich bin gespannt. Lasst gerne noch eine Spende da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, für die Obdachlosen. Aber dann haben wir noch ein bisschen Zeit und jetzt... Es verabschiedet sich. Finn. Amelie. Annika! Mom! Sophia! Nein! Nicht auf! Hochlebe das Geburtstagskind! Hochlebe das Geburtstagskind!